Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe ein Gärkörbchen, ein wunderschönes Gärkörbchen. Ich habe erstmal den Bezug abgemacht, weil ich das Holz, ja, kann man ja sagen, das ist Holz, das ist zwar aus Trieben hergestellt, aber auch die sind verholzt, das ist ja jetzt getrocknet. Ich finde das einfach faszinierend. Das ist alles Rattan. Oder Pedikor nennt man das ja auch. Rattan oder Pedikor ist eigentlich so ziemlich dasselbe. Wird beides von der Rattanpalme gewonnen bzw. genommen. Die Rattanpalme, die bildet Triebe, die bis zu 200 Meter lang werden können und einen Durchmesser bis zu 5 Zentimeter erreichen können. Und diese Triebe, die sind sehr stachlig, die werden geschält, getrocknet, nein, erst in Form gebracht und dann getrocknet. Ja, sonst könnte man sie ja nicht mehr bewegen in diese Form, wie man sie haben will. Man kennt ja auch Rattanmöbel zum Beispiel. Die werden ja aus demselben Material hergestellt. Und ja, das sieht einfach toll aus. Unglaublich, unfassbar, dass eine Pflanze bzw. ein Baum solche langen Triebe bilden kann. Aber das ist hier wahrscheinlich so mehr so aus der Triebspitze, weil hier ungefähr eine gleichmäßige Stärke zu sehen ist. Die sind so ungefähr, ich würde mal denken, 7, 8 Millimeter, nicht Zentimeter, Millimeter breit etwa, jedes einzelne Rohr. Und dann hier so gewickelt. Ist einfach faszinierend, wie hübsch das gemacht ist, wie schön das gemacht ist. Natürlich in der Form auch noch ein bisschen verstärkt mit Metallstiften habe ich hier irgendwo durchscheinen sehen. Ja, jetzt sehe ich das gerade nicht. Vielleicht sollte ich mal das Licht ausmachen. Eventuell scheint dann das andere Licht ging. Ja, hier hinten sieht man das. Dort, da sieht man zum Beispiel. Ja, ein bisschen verstärkt muss es sein, damit es in der Form bleibt und damit es hält. Jedenfalls einfach toll gemacht, umwerfend. So, aber jetzt gehen wir zum Gärkörbchen über, zu seiner eigentlichen Funktion. Erstmal haben wir hier ein wunderschönes Naturprodukt, das ist ganz klar. Und das bringt noch ein schönes, schönen Bezug mit. Ein Leinenbezug, der kommt hier drüber. Man kann es auch ohne Bezug verwenden, ist aber nicht so zielführend, weil hier wird auch mit Mehl gearbeitet und das hält sich in dem Leintuch natürlich viel besser. Großzügig schön eingestäubt mit Mehl. Ja, und natürlich da, wo man auch ein bisschen rumstauben und rumkrümeln kann, da muss man natürlich dann in einem Bereich sein, wo man nicht auf jeden Krümel achten muss, sonst macht das auch gar keinen Spaß. Und schön eingestäubt und da kommt diese Hefekugel rein. Oder der Teig für das Brot, das ihr machen möchtet. Und dadurch, durch diesen Korb und diese Rillen, die hier sind, bekommt das Brot später diese schöne Form und dieses Muster. Ganz faszinierend, ganz toll. Einfach schön dick eingemehlt, damit der Teig sich nicht mit dem Tuch verbinden kann. Darum geht es ja hauptsächlich beim Einmehlen. Und damit er sich bewegen kann, dass er aufgehen kann, dass er gären kann, dass die Hefe gären kann. Deshalb Gärkörbchen. Wenn es dann genug gegoren ist, wird es gestutzt auf ein Backblech, am besten schon ein vorbereitetes, warmes und abgebacken. Und dann sollte das eigentlich dieses Muster erhalten. Kommt auf den Versuch an. Ich habe es noch nicht probiert, aber mein Schwiegersohn, der hat schon einige Brote gebacken und die sahen wirklich toll aus. Man muss natürlich auch ein schönes Rezept dazu haben, aber das Internet bietet ja so viele Möglichkeiten, wo man nachlesen kann. Und es gibt auch ganz tolle Bücher, habe ich auch schon, ein Backbuch für Brotbacken. Eine ganz tolle Sache als Ergänzung dazu, wenn man sowas zum Beispiel für jemanden, der gerne backt, als Weihnachtsgeschenk in Erwägung zieht. Macht es sich gut, entweder so eine Fertigbackmischung, ja, ist ein bisschen einfallslos, aber ist zumindest sowas, dass sie gleich anfangen können. Dass sie gleich mal was backen können damit über die Feiertage, wenn man nichts einkaufen kann. Und ja, ist bloß so eine Idee von mir, finde ich ganz toll. Teigschaber ist mit dabei, ein schöner, stabiler, aus Kunststoff. Ein Loch hat er auch, dass man ihn so anhängen kann zur Aufbewahrung, wenn er mal nicht gebraucht wird. Ich finde es einfach schön. Ist ein ganz, ganz tolles Geschenk.
Wie gesagt, mit einer Backmischung mit dazu oder mit einem Backbuch, wo Rezepte drinstehen. Es kommt ja mal drauf an, wie hoch der Wert sein darf, für wen man das kauft, ob das ein Verwandter, ein Angehöriger ist oder ob es ein Bekannter ist, dem man einfach nur eine Aufmerksamkeit geben möchte. In jedem Fall ganz toll. 23 cm Durchmesser und das Ganze kostet, ich muss gerade mal gucken, 15,99 €. Ist ein Toppreis. Ist ein wirklich Toppreis für dieses schöne Körbchen. Kann ich wärmstens empfehlen. Und ja, das war es eigentlich auch schon von mir. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und alles Gute. Dankeschön. Tschüss.